Immer, wenn ich über etwas sehr Wichtiges nachdenken muss, gehe ich mit den Hunden in den Wald, um mich gemeinsam mit ihnen zu beraten. Es war ein sehr langer, schwerer Pfad, doch ich ging ihn gemeinsam mit meinen vierbeinigen Freunden. Ich gelangte letztendlich an das Ende meiner zermürbenden Reise und kam zu einem endgültigen Entschluss, über den ich sehr intensiv nachgedacht habe. So kann das nicht weitergehen. Ich glaube, ich muss den Leuten mein wahres Ich zeigen. Ich glaube, dieses ewige Verstecken, das bringt es auch einfach nicht. Ja gut, ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was ihr erhofft, aber insgeheim erwartet haben werdet, oder? Doch, um eure Enttäuschung zu schmälern, lese ich euch jetzt eine wirklich gruselige Geschichte vor, die mir mein Großvater immer bei hereinbrechender Nacht vorgelesen hat. Warnung: Epilepsie-Hinweis. Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens blinkender Lichter und Muster, wie sie bei Fernsehbildern und Videospielen vorkommen, epileptische Erscheinungen auftreten. Diese Erscheinungen können auch dann auftreten, wenn bisher keine Epilepsie aufgetreten ist. Jede Person, bei der ein epileptischer Anfall, Bewusstseinsverlust oder ein anderes epilepsiebedingtes Symptom aufgetreten ist, sollte einen Arzt befragen, bevor ein Videospiel benutzt wird. Eltern sollten ihre Kinder während des Videospiels beobachten. Sollten bei ihnen oder ihrem Kind folgende Symptome auftreten, unterbrechen sie augenblicklich das Spiel und befragen sie ihren Arzt. Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, verändertes Sehvermögen, unwillkürliche Bewegungen und/oder Desorientierung. Also von meinem Abstandshalter. Mein Großvater sagte immer: Junge, die Banane hängt so krumm vom Ast, damit sie in den Rachen passt.